Hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer Lil Polars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar geht es heute, mal nicht um die neue Season. Die Season sieht sehr nice aus, das haben wir uns alles ja schon die letzten Tage in meinen Livestreams reingezogen, so quasi. Gestern hat die Season ja angefangen. Inoffiziell ein Battle Pass Video von meiner Seite aus wird noch kommen an der Stelle. Aber heute soll es mal um ein anderes Thema gehen. Unter verschiedenen Zusammenhängen und so weiter. Ihr seht auch schon, ich habe den Windgleiter, den habe ich und Jeremy gestern tatsächlich zusammengeholt im Livestream. War sehr nice gewesen. Morgens war also wirklich funny gewesen, aber bis jetzt hat sich der Boy auch nicht mehr bei mir gemeldet. Darum geht's heute auch nicht, aber wenn ihr schon mal nichts zu verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und zwar geht es heute mal um was anderes. Kann man kaputt machen, ne? Nee. Denn ihre Bäume kaputt machen macht auch Spaß. Ja, das gönn ich mir, ey. Da kann man nur bestimmt Loot abfarmen. Auf jeden Fall, nee, alle fragen sich jetzt bestimmt, um was geht es denn überhaupt? Oh, kommt da was Größeres? Ja, geiler Loot. Besserer Loot an der Stelle. Und sogar eine Knospe für mich selber. Cool. Läuft. Sehr nice. Dem sein Loot gönnen wir uns erstmal. Das kann auch nicht verhindern. Das ist ein Loot-Klau. Ne, viele werden, also ich denke mal, ihr werdet fragen, ja, um was geht es denn jetzt genau und so weiter, weil ich habe ja jetzt bis jetzt noch keine Antwort gegeben, habe ich gerade eher so aufs Gameplay fokussiert. Ne, tatsächlich, es geht darum, es geht um manche Sachen, die ich halt so quasi bereden will, wo sie auch hier in den Raum gestellt werden, wo ich so denke, das ist eigentlich schon ungerecht, so quasi. Weil ich denke mal, viele, oder ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das mit drin gewesen ist. Ich glaube, ich habe das aber schon mal bei einer Streamerin gesagt. Und zwar letztens in einem Stream, bei so einer Streamerin namens Kreativgeist war das so gewesen, die gute Frau... Gute Frau an der Stelle hat mich nämlich... Es war nicht mal ihre Schuld gewesen, könnte man sagen. Sie ist also quasi an gar nicht schuld eigentlich. Bam. 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 Also die Frau ist eigentlich an gar nicht schuld sozusagen. Legendär. Oha. Oha. Da geht's ab. Da geht's ab, ey. Es schmeckt. Nee, die ist eigentlich dann gar nicht schuld sozusagen. Ich finde es nur immer wieder weird, dass halt die Leute quasi sozusagen mich in so eine miese Schublade schieben, weil ihr wisst, Leute, ich stream ja unter der Woche mal des Öfteren. Zwar nicht immer, aber meistens. Und ja. Was will ich denn groß dazu sagen? Also. Das will ich ein groß dazu sagen, also letztens stand es schon mal sozusagen in einem Punkt drinne, dass quasi ich hätte ja scheinbar meine Raids gefaked und so weiter. Die meisten Leute glauben das auch noch und stecken mich deswegen voll in diese Negativschublade und so weiter. Ich würde meint das faken, so wie andere YouTuber oder andere Streamer an der Stelle. Das kommt auf jeden Fall so rüber an der Stelle. Wobei ich nicht verstehe, warum. Weil im Grunde genommen habe ich niemandem was getan und so weiter. Ich bin eigentlich nur ein ganz normaler, friedvoller Mensch an der Stelle. Ich mache hier zum Beispiel auf YouTube meinen Content und so weiter. Und musste mich da letztens schon mal deswegen dafür verantworten. Aber ich stehe zu meinem Content und deswegen stehe ich auch sozusagen...
Junge, stehe ich auch eben deswegen dazu und so weiter. Deswegen habe ich mich auch sozusagen in ihrem Stream dafür verantwortet und so weiter. Weil da habe ich ihr eben auch so diese Frage gestellt. Habe ich ihr die Frage gestellt, warum sollte ich denn meinen Content faken und so weiter. Und sie hat mir darauf nur die Antwort gegeben, sie weiß es selber nicht, warum ich das machen sollte, weil es... Aber von ihr kam auch so nebenbei noch diese Antwort, ja, weil es halt viele Leute gibt, die ihren Content faken und so weiter. Wie? Dankeschön. Ja, die halt ihren Content faken. Ich meine, ich kann es wirklich verstehen, es gibt wirklich viele Kanäle und Leute, die quasi Streams und sowas faken. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte ihr dazu auch noch sozusagen rein theoretisch manche, oh mein Gott, ich hätte ihr dazu noch manche Videos von mir zeigen können und so weiter. Sie hätte sich gerne meinen Kanal angucken können und so weiter. Sie hat auf jeden Fall erstmal zu mir gesagt, dass sie nicht sehen kann, dass ich das ernst meine und so weiter. Aber sie hat dann quasi noch eine Sache nachgeguckt, welche das genau war, weiß ich aber persönlich auch gerade nicht, weil sie hat das ja privat nachgeguckt und ich kann mir ihr Dashboard zum Beispiel nicht ansehen und auf jeden Fall war das dann der Beweis dafür gewesen, dass das mit meinem Rüber-Raiden echt gewesen ist und deswegen war ich doch zufrieden gewesen am Ende, als es natürlich wieder kam auf jeden Fall, dass ich es quasi ernst meine und so weiter, dass ich wirklich keine Fake-Raids mache und so weiter. Das ist auch so, ich mache keine Fake-Raids, weil sowas ist einfach nur behindert, sowas zu machen, ganz einfach. Und ich meine, ich bin, natürlich bin ich nicht so populär wie ein Standard-Skill oder wie Stamplay oder so, kann ich alles durchaus verstehen. Ist alles was Wahres dran. Kann ich wirklich verstehen an der Stelle, wenn die Menschen mir echt erstmal nicht trauen. Und deswegen aber so zum Beispiel, so gerade bei Minexa, bei Kreativgeist und auch bei anderen Streamer. Ghastly zum Beispiel. Da könnt ihr auch schon, so reinfragen und so weiter. Da ich raide die Person immer wieder mal und so weiter. Ghastly habe ich schon mal. Ghastly Grape habe ich schon öfters mal geradet. Dings habe ich schon mal öfters geradet. Hier Kreativgeist. Und ich habe natürlich auch schon des Öfteren auch mal Dings geradet hier. Wie heißt sie? Oh, Minexa. Ich habe auch schon mal des Öfteren Minexa geradet. Ist alles kein Problem. Berlin zum Beispiel habe ich jetzt nicht so oft geradet. Das gebe ich gerne zu. Den habe ich jetzt mal noch nicht so oft geradet. Finde ich aber persönlich an meiner Stelle auch nicht schlimm. Aber was ich halt schade finde, sind halt diese ganzen Vorwürfe und so weiter. Ich überlege mir heute auch einfach heute Abend einen Stream zu machen und dazu auch nochmal Stellung im Stream zu beziehen. Weil ich finde, ich kann das nicht so stehen lassen in dieser Art und Weise, weil das wird mir mal, das wird mir dann des Öfteren immer wieder nachgetragen und so weiter und das finde ich einfach scheiße. Wenn man selber einfach für was man nicht getan hat verurteilt wird und deswegen eben sowas zu hören kriegt immer wieder und so weiter. Und viele von euch werden es auch mitgekriegt haben, denke ich mal, für die Leute, die natürlich aktiv meine Videos verfolgen. Ich wurde letzten Freitagabend, als ich mit Jonas in meinem Stream online gezockt habe, werden das auch die meisten mitgekriegt haben. Wobei, ich habe den Stream, glaube ich, gelöscht, also werden es eher nicht so viele mitgekriegt haben, denke ich, aber ist auch nicht so wild. Aber es war real gewesen und Jonas könnte es euch auch noch im Notfall bestätigen. Und zwar, dass ich einfach gehackt worden bin. Ich bin wirklich gehackt, ich bin echt gehackt worden und habe wirklich, echt hoffen und die Zähne zusammenbeißen müssen, dass ich überhaupt meinen Account zurückkriege und so weiter und konnte deswegen eben noch die Season spielen und kann jetzt auch in dem Falle die Season gerade noch spielen. Ansonsten könnte ich die jetzt gerade nicht spielen in dem Falle. Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt gerade die Season hier spielen kann. Genau deswegen. Und dass deswegen eben so Leute quasi auf mir rumhacken und sagen, ja, ich würde das faken oder sonst irgendwas, kann ich an der Stelle
Aber auf der einen Seite kann ich es noch nachvollziehen, aber auf der anderen nicht. Auf jeden Fall war ich gestern noch zu Gast gewesen und zwar bei, nee, ich war, hab gestern noch mal jemanden rüber geradet und zwar bei der guten Minexa. Und da kam eben auch wieder diese Behauptung von wegen, ja, ich würde doch meine Raids faken und so weiter. Sie liest die Raids nicht vor und so weiter, kann ich verstehen, dass sie das nicht macht. Ist ja sozusagen ihr Recht, sie kann ja ihre Streams gestalten, wie sie will. Was mich halt nur etwas gekränkt hat, ist, dass halt schon wieder dieses Booyah-Thema wieder aufkam, dass ich meine Raids faken würde quasi. Weil sie meint, das könnte auch nur ein einzelner Zuschauer sein und so weiter und deswegen hat mir diese ganze Sache an der Stelle überhaupt nicht gepasst. Und das muss man halt auch einfach verstehen können. An der Stelle. Muss man es einfach verstehen können. Ja, Turtle mich mal. Wo jetzt hier? So. Nee, auf jeden Fall, ich fand's auf jeden Fall schade von Minexas Seite aus, dass sie auch behauptet hätte, dass ich so quasi das Ganze faken würde, oder vielleicht ein Faker sein könnte, der einfach quasi sowas machen würde, fand ich etwas schade. Ich meine, ich habe schon mal des Öfteren bei ihr geradet, kann gut sein, sie hat das nie mitgekriegt, dass ich das gemacht habe, aber dann, soll sie halt einfach mal nachfragen und so weiter. Ich habe sie das öfter mal geradet und so weiter. Ich denke mal, manche werden es auch schon gesehen haben, dass ich im nächsten Jahr halt geradet habe. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber letztes Jahr auf jeden Fall war da mal was. Mal des Öfteren. Ich habe sie auch dieses Jahr auch schon mal hin und wieder mal geradet. Also, ich kann auf jeden Fall nicht verstehen, warum man sich an dieses Thema so festklammern muss. Klar gibt es natürlich Faker, ist ja logisch, kann ich auch alles noch nachvollziehen, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass ich auch einer bin. Also, ich meine, mit solchen Worten sollte man allgemein immer gegenüber Leuten oder Streamern oder YouTuber mal ein bisschen aufpassen, weil sowas kann immer in so eine ganz schwierige Richtung gehen und kann auch ganz schön viel für Ärger sorgen an der Stelle, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht böse auf Minexa oder so. Ich habe auch kein Beef. Ich hatte nur gestern dann einfach keine Lust mehr gehabt. Mir wurde das gestern auch dann auch einfach etwas zu dick. Dann habe ich einfach halt gesagt, nee, müssen wir dann auch nicht diskutieren. Von meiner Seite aus ist das Thema erledigt. Ich habe sie einfach geradet. Sie hat es halt ganz einfach nicht angesehen und so weiter. Obwohl ihre Community auch gesagt hat, hey, der hat dich geradet und so weiter. Ehrenmann an ihre Community, aber nebenbei noch, dass die das noch erwähnt haben. Vielen Dank an euch. Dass ihr es wenigstens erwähnt habt, sonst hätte sie es nicht mitgekriegt und hätte drüber geredet. Aber, dass sie dazu Stellung bezogen hat, war auch von meinem Teil noch etwas wichtig. Nur was ich etwas schade fand, wie schon gesagt, ist, dass sie meinte, dass ich das Ganze gefaked hätte oder so mit dem Raid. Fand ich etwas schade, aber Meinungen lassen sich halt nur schwer ändern. Wenn sie das von mir als Meinung hat, dann ist es okay. Soll okay sein und so weiter. Ich werde mich bei ihr zum Beispiel jetzt, glaube ich, eher nicht mehr blicken lassen. Weil ich finde, das war einfach etwas schon etwas verletzend und so weiter. Und keine Ahnung. In der Hinsicht bringt auch ein Raid bei ihr einfach nichts und so weiter. Deswegen denke ich mal, kann ich das von meiner Seite aus sozusagen abschließen. Abperren lassen und so weiter. Wie sie das sieht, kann ich natürlich nicht verantworten. Das ist immer noch ihre Entscheidung. Und ja. Egal. Wenn sie das Video hier sieht und so weiter und sagt, hä, das habe ich aber niemals gesagt, dass du das so machen sollst, dann können wir gerne noch mal drüber reden. Können wir machen. Ist alles cool von meiner Seite aus. Falls auch eine von Nexa aus der Community sozusagen das Video hier sieht, ihr könnt es ja auch gerne rübersenden, sozusagen mal, dass sie es angucken kann und so weiter, falls jemand das halt sieht und so weiter. Aber ich finde es halt nun, wie schon gesagt, etwas. Ich finde es. Also, ich würde nicht sagen, ich finde es dreist, aber ich finde es halt einfach schade, dass man halt sozusagen einfach so heftig drauf gehen muss. Also, ich verstehe es nicht, aber es ist eben seine Sache. Es ist eben seine Sache und so weiter. Wie schon gesagt,
Ich fand's so schade, dass das Ganze einfach so gelaufen ist. Und werde mich darauf auch gar nicht mehr beziehen und so weiter, weil ich habe keinen Bock, dass da immer ständig ein Hin und Her ist und so weiter und keine Ahnung. Ich habe auch nicht vor, irgendwie mit Minexa irgendwie Stress zu haben, aber auf jeden Fall hat sich das ganze Thema, ihr könnt es ihr gerne rüberschicken, kann ja jeder machen, was er will sozusagen, solange er mich nicht hatet oder sonst irgendwas macht, weil das finde ich dann uncool an der Stelle. Aber ich dachte mal, ich verteidige mich hier noch einfach, weil ich meine, ich hatte bei Ghastly zum Beispiel sowas noch nie gehabt, dass sie irgendwie behauptet hätte, ich hätte meinen Raid gefaked oder so. Sie hat nur so mal diese Annahme gestellt, ja, ist schon ein bisschen komisch, dass seine Raids nicht durchkommen und so weiter. Bei Kreativgeist zum Beispiel kann ich die Sorge auch noch verstehen. Da war auch alles cool gewesen, da haben wir das aber geklärt bekommen, Gott sei Dank. Und was Minex halt angeht, ist halt jetzt einfach ihre Sache. Ich habe auch gar keinen Bock da noch großartig was zu sagen oder großartig hier Statements drauf zu beziehen, weil das ist einfach nur kompletter Kindergarten und wenn sie es von ihrer Seite so sieht, soll sie es so sehen. Ich finde es, wie schon gesagt, nur ein bisschen schade und ein bisschen beleidigend von meiner Seite aus. Sie meint zwar, es soll nicht böse gemeint sein, aber von meiner Seite aus war das schon ein bisschen ein Schlag ins Wasser quasi. Der Typ ist einfach am Sturm gestorben, der Arme. Was sollte er denn noch machen? Ey! Ekelhaft, 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 ekelhaft. Nicht angreifen hier. Aber ja. Wie schon gesagt, sie kann es so sehen, wie sie es will. Ich sehe es so, wie ich es will. Und ja, keine Ahnung. Was sie macht, ist mir jetzt eigentlich im Grunde genommen relativ. Braucht das Ganze nämlich nicht. Ist einfach so eine Meinung, die ich habe. Ach, Bro, was macht der denn? Ja, chillig, Alter, ne? Mich dann noch runtermogen muss. Tja, beide Hit kassiert. Er will richtig eklig auf pushen gehen, ne? Der Kollege. Aber ich lebe noch auf jeden Fall. Muss ich jetzt mal runterbogen. Jetzt wieder auf den richtigen Boden runterkommen. Was ist das? Ach komm, schade. Egal, Leute, so viel dazu auf jeden Fall. Ich wollte mich da nur etwas rechtfertigen. War aber echt nicht schlecht von dem Bro gespielt. Hat echt gut gemacht. Ich hoffe, euch hat es an dieser Stelle gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen, ihr wisst, jetzt mir kommt immer gerne durch. Und dann würde ich sagen, euch noch einen, auf jeden Fall einen wunderschönen Tag noch an der Stelle.
Ich mache heute Abend vielleicht noch einen Stream, könnt ihr gerne vorbeischauen. Würde mich auch an der Stelle freuen. Nochmal so einen kleinen Stream für die Woche so quasi. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.